Junge Menschen in Lateinamerika. Auf die blickt das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat in seiner Weihnachtsaktion, die am ersten Adventssonntag startet. Ja, und mehr über die Situation der Jugendlichen in Lateinamerika kann uns unser heutiger Studiogast Gaston Ciambalani erzählen. Und zwar ist er Leiter des katholischen Bildungswerks Talita Cum in Buenos Aires. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Gaston, können Sie uns etwas über die Situation der Jugendlichen in Argentinien erzählen? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? Also es gibt nach der letzten Zählung rund 3 Millionen Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren in Argentinien. Die Gesamtbevölkerung sind etwa 40 Millionen. Und rund 40% dieser Jugendlichen, dieser 3 Millionen, arbeitet nicht und studiert auch nicht. Und das führt natürlich zu einem sehr angespannten sozialen Klima. Und viele haben natürlich auch keinen Schulabschluss. Und das Bildungssystem ist in einer krisenhaften Situation in Argentinien, weil sie es nicht verstehen, diese Jugendlichen in irgendeiner Weise aufzufangen. Es sind zwar 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze für Jugendliche geschaffen worden, aber die Voraussetzung dafür ist eben der Schulabschluss. Da bleiben natürlich alle die außen vor, die keinen Schulabschluss haben und die können im Prinzip nur noch auf dem Schwarzmarkt einen Arbeitsplatz finden. Die Erwachsenen haben dagegen 4-mal mehr Arbeitsplätze als die Jugendlichen. Und für diese Jugendlichen wird also in den einzelnen Stadtteilen dann versucht, Arbeit zu schaffen. Das, was eigentlich die Aufgabe des Staates wäre, wird in diesen Stadtteilen dann von den Leuten, die dort leben, übernommen. Wie unterstützen denn die Jugendleiter von Talita Cum die Jugendlichen genau? Talita Cum ist ein Bildungszentrum, das alle die unterstützt, die in irgendeiner Weise mit der Jugendarbeit befasst sind. Es wird also geforscht und entwickelt, um die Dinge zu finden, die für die Jugendlichen wirklich wichtig sind. Und es gibt ganz spezielle Programme einfach für diejenigen, die in sehr armen Gegenden arbeiten und die, die in städtischen Gebieten arbeiten. Und jemand, der also Erzieher oder Pädagoge ist für diese Kinder, der kann an den Bildungsprogrammen teilnehmen. Dazu gehört, dass erstmal die Erzieher und Pädagogen sich selbst kennenlernen, um dann umso besser die Arbeit mit den Jugendlichen durchführen zu können. Es ist so, dass Menschen im Allgemeinen ihre alten Überzeugungen oder Landkarten mitbringen. Und wenn man dann auf der Erde sozusagen sieht, dass etwas passiert und wir finden nichts Entsprechendes in unserer Landkarte, dann geben wir die Schuld den Vorgängen auf dieser Erde und nicht dem, was wir auf unserer Landkarte verzeichnet haben. Daher müssen wir dann die Landkarten, die wir haben, überprüfen, um eine Übereinstimmung zu haben zwischen dem, was passiert und dem, was wir glauben. Um nicht alte Ideen oder Überzeugungen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das Leben selbst, damit man auch mit einem positiven Blick auch auf dieses Leben sehen kann. Manchmal ist es auch so, dass die Erzieher und Pädagogen verzweifelt sind, weil sie einfach schon gar nicht mehr wissen, was sie mit den jungen Leuten machen sollen, um dann auch die Perspektive zu wechseln und einen neuen Blick auf die Arbeit mit den Jugendlichen zu bekommen. Dass auch für die Jugendlichen das sehr lehrreich ist, wenn sie merken, dass die Erwachsenen sich selbst hinterfragen. Und die Jugendlichen sind wenig motiviert, wenn sie einen verzweifelten Erwachsenen sehen, der ist dann nicht wirklich in der Lage, mit ihnen zu arbeiten. Und dafür braucht es dann leidenschaftliche Erzieher und Pädagogen, die also wirklich auf Augenhöhe mit den Jugendlichen gemeinsam den Weg gehen. Und insofern sind es dann alles auch Multiplikatoren, die neue Ideen mit rausnehmen und das mit all den Menschen teilen, mit denen sie dann zu tun haben. Diese Motivation und diese Leidenschaft, von der Sie jetzt gerade sprachen, die spiegelt sich ja auch ein bisschen im Namen Ihres Bildungswerks weiter. Talita Cum bedeutet ja übersetzt so viel wie ich sage dir, steh auf. Gab es schon mal eine Situation, wo Sie diese Worte konkret zu einem Jugendlichen gesagt haben? Also zunächst mal, diese Worte sagen nicht die, die in dem Team mitarbeiten. Also die Botschaft ist eher, wir können wieder aufstehen, auch dann, wenn die Situation verzweifelt aussieht. Wir können uns auf die Situation, in der wir glauben, dass es nicht funktioniert.
erinnert sich an eine Situation in einer sehr armen Gegend. Auf einer Mauer werden all die schwierigen Situationen aufgeschrieben, die die Jugendlichen in ihrem Stadtteil erleben, also sowas wie eine Klagemauer etwa. Und da finden dann auch die Vorurteile der Erzieher und Pädagogen ihren Platz. Nach einigen Arbeitstagen wird dann aus der Klagemauer die Mauer der Wunder. Und aus dieser Verletzlichkeit und Verzweiflung wächst dann etwas Neues. Eine Mitarbeiterin hat dann gesagt, endlich haben wir für Gerechtigkeit gesorgt bei den Jugendlichen. Und das ist dann die Bedeutung von Talita Kum. Papst Franziskus kann das wahrscheinlich nur bestätigen. Er war ja auch viele Jahre Erzbischof von Buenos Aires und kennt die Situation der Jugendlichen. Welche Impulse gibt er Ihnen für Ihre Arbeit in Argentinien? Was ein Unterschied ist zu vorherigen Päpsten ist, dass es einen großen Unterschied gab zwischen dem, was in der Welt passierte und dem Vatikan. Und Papst Franziskus gibt uns quasi die Legitimation, so zu agieren, wie wir agieren im Moment. Und es ist wie ein Empowerment für uns von Seiten des Papstes. Und ob es jetzt wirklich so neu ist, ist gar nicht so sicher, aber wir fühlen uns beschützt und gewertschätzt und ja, stark. Und es ist von einem großen pädagogischen Einfluss auszugehen in all dem, wie er sich verhält. Steht nicht mehr der Reichtum und die Macht des Vatikan im Vordergrund, sondern eher ein Hirte, der mit seinen bescheidenen Gesten und seinem Verhalten ein Beispiel gibt. Ein Beispiel wird uns jetzt auch Gaston mit seiner Gitarre geben. Was spielen Sie heute für uns? Welches Lied? Es ist ein Lied, das ein Mitarbeiter von Talita Kum geschrieben hat und das heißt Ich habe Defekte. Und es geht darum, also das Schöne und Gute als Licht zu bringen. Und mit diesen Klängen verabschieden wir uns aus dem katholisch.de Studio. Wenn Sie mehr über die Adveniat-Weihnachtsaktion wissen wollen, surfen Sie einfach auf das Internetportal weltkirche-katholisch.de oder direkt auf www.adveniat.de. Tschüss. Vine a este mundo sin que me consultaran. Y sin que me consulten me iré de acá. Disfruto la sorpresa de esos regalos que no preguntan por mi necesidad. Cuando me dieron forma se rompió el molde. Soy por defecto uno y original. Feliz error el que me perfecto y el sagrado derecho de improvisar. Soy más quien soy andando entre multitudes y andando solo vamos con muchos más. Otro mundo posible es nuestro horizonte. Senderos siempre nuevos, la libertad. Mi tiempo es un instante en todos los tiempos. Todo el tiempo un relámpago, nada más. Un pulso, un grito, un llanto, un solo latido. Parte de todo y todo parcialidad. Las palabras que canto van al silencio. Ecos fugaces.